Viertelstunde machen wollte, habe ich dann gesagt, bereite ich mal schnell was vor, was ich schon länger im Hinterkopf habe. Und das ist Diffie-Hellman Key Exchange. Also wieder eine Krypto-Coach-Viertelstunde von Axel. Hoffentlich nicht so lang wie die letzten. Mal gucken. Zuerst das Konzept. Das Konzept ist, Alice und Bob wollen mal wieder über einen unvertraulichen Kanal vertraulich kommunizieren. Haben sich aber noch nie getroffen. Das heißt, die konnten also auch noch keine Schlüssel austauschen. Also sowieso keine symmetrischen privaten Schlüssel, die sie geteilt haben. Aber natürlich auch keine verifizierten irgendwie, privaten Schlüssel, wobei das sowieso ein anderes Thema ist. Aber, also sie konnten keine Schlüssel austauschen, und worum es jetzt geht, ist, dass sie in der Lage sind, miteinander zu kommunizieren über diesen unvertraulichen Kanal, aber darüber halt einen vertraulichen Kanal zu schaffen, indem sie sich ein gemeinsames Geheimnis verschaffen, was sie dann als Schlüssel benutzen können für andere Kryptografie-Algorithmen. Ich habe heute mal wieder einen Wikipedia-Artikel dazu geschaut, und der hat eine sehr schöne Illustration des Konzepts hinter Diffie-Hellman, und zwar mit Farben. Wir können uns irgendwie vorstellen, Alice und Bob, also statt irgendwie wir wollen Schlüssel und sowas zu machen, machen wir mal Farben, wollen eine gemeinsame geheime Farbe haben, und was sie also machen ist, sie einigen sich mal auf eine gemeinsame Farbe, gelb in dieser Grafik. Und dann wählen sie beide aus einem Fundus, den sie zu Hause stehen haben, eine geheime eigene Farbe aus. Also Alice wählt eine Farbe aus, hier orange, und Bob wählt eine Farbe aus, hier blau. Und die mischen sie dann und erhalten diese anderen Farben. Und die können sie dann transportieren über den quasi öffentlichen Kanal. Und der spannende Part ist jetzt, dass wenn wir annehmen, dass man die Mischung von Farben nicht einfach wieder rückgängig machen kann. Also im Wesentlichen, wir nehmen an, Entropie ist echt. Dann bedeutet das, wenn jetzt irgendwie zwischendurch jemand die Farbe, dieses hellorange hier, von was Alice an Bob schickt, abfängt, oder das komische Babyblau, was Bob an Alice schickt, abfängt, dann ist daraus halt nicht wieder die Farben orange und blau machen, weil, also selbst wenn man weiß, was die gemeinsame Farbe gelb ist, wenn man davon ausgeht, Separation of Colors is difficult. Das hinkt so ein bisschen, aber nicht so sehr, wie man das glauben würde. Das ist schlecht, das klappt schon ziemlich gut. Und ja, aber also benutzt du halt irgendwie einen, wie heißt das, Chrono-Dings, also analysierst du halt mal das Spektrum. Und dann subtrahierst du davon das Spektrum der Common Paint. Und den, ne? Also in der Praxis ist das nicht so schwierig. Auf der anderen Seite ist es ein Unterschied, zu das Spektrum zu haben als digitale Daten und die Farbe zu haben als physikalische Objekte. Aber darum geht es nicht. Das ist jetzt irgendwie nicht irgendwie das Ziel. Das Ziel ist jetzt irgendwie so auf einem High-Level zu verstehen, was irgendwie die Idee hinter Diffie-Hellman ist. Und da finde ich die Illustration einfach sehr gut. Auf jeden Fall, wenn man das dann so macht und dann Alice wiederum ihre geheime Farbe Orange in das Babyblau von Bob mischt und Bob in das Babyorange von Alice sein Blau mischt, sein normales Blau, dann wird, wenn wir davon ausgehen, dass die Anteile jeweils gleich sind, werden sie beide auf die gleiche Farbe kommen am Ende. Ne? Kackbraun, genau. Und das heißt, der spannende Part ist jetzt, Alice und Bob haben nicht ihre Geheimfarben ausgetauscht, aber trotzdem haben sie am Ende halt die Komposition aus Gelb, Orange und Blau, beide. Das ist im Wesentlichen die Idee hinter Diffie-Hellman, nur gehen wir jetzt halt weg von Farben und hin zu Mathe. Deswegen ein bisschen Mathe für die Leute, die noch keine Mathe haben. Was ist eine Gruppe? Das ist eine sehr zentrale mathematische Struktur. Eine Gruppe ist einfach eine Menge, G, und eine Verknüpfung, ja, ich schreibe sie hier mal als so einen Kreis, also eine Verknüpfung, die geht von G kreuz G, also die nimmt zwei Elemente dieser Menge G und gibt ja ein Element dieser Menge G aus, sodass einerseits etwas gilt, was man Assoziativität nennt, das heißt, wenn ich drei Elemente G1, G2, G3 habe, dann ist es egal, ob ich zuerst G1 und G2 und dann G3 verknüpfe, oder ob
habe ich erst G2 und G3 und dann G1, wenn du links verknüpfe. Das kennt man zum Beispiel von den ganzen Zahlen, dass das so gilt. Zweitens, es existiert ein sogenanntes neutrales Element. E wird das normalerweise abgekürzt. Und das neutrale Element hat einfach die Eigenschaft, dass immer wenn ich ein Gruppenelement mit diesem E verknüpfe, egal von welcher Seite, kriege ich einfach wieder G raus. Also wenn ich G mal E und E mal E ist das gleiche wie G immer. Wenn wir uns irgendwie zum Beispiel die ganzen Zahlen angucken mit Addition als Verknüpfung, wäre das die 0. Ne? Wenn wir 0 auf irgendwas addieren, egal ob von links oder rechts, es kommt immer die gleiche Zahl raus. Wenn wir uns irgendwie angucken würden, ne? Also ich nenne gleich noch ein paar Beispiele von Gruppen, aber also, ne? So. Und drittens, die dritte wichtige Eigenschaft einer Gruppe ist, dass für alle Gruppenelemente existiert ein Inverses. Und das Inverse schreibt man normalerweise g hoch minus 1, aber ich habe es hier erstmal h genannt, um nicht zu verwirren und vergessen, die Notation mit hoch minus 1 zu erwähnen. Und das Inverse bedeutet einfach nur, wenn wir das Inverse von g mit g verknüpfen, kriegen wir das neutrale Element raus. Auch da wieder Analogie mit den ganzen Zahlen ist, wenn wir irgendwie eine Zahl n haben, dann können wir einfach das Negative davon nehmen, minus n, und n plus minus n ergibt halt immer 0. So ein bisschen Notation einfach, wenn wir irgendwie Gruppenelemente gh haben und ganze Zahlen n, schreiben wir manchmal auch einfach die Verknüpfung als so super nebeneinander, also Superposition, nein, als Konkatenation, einfach als nebeneinander schreiben, das heißt, wir lassen meistens den Verknüpfungsoperator weg, weil irgendwie klar ist, was das ist. Aber der spannende Part ist eben, dass nur weil wir etwas als g mal h quasi schreiben, als gh schreiben, heißt das nicht, dass es auch das ist, was wir unbedingt als mal erkennen. Beispiel z, also wenn ich z mit der Addition, also mit plus als Gruppe auffasse, was ich ja machen kann, was ich gerade versucht habe zu demonstrieren, dann sollten wir nicht verwirrt sein davon, dass das eine Addition ist, nur weil wir da eine Multiplikation hinschreiben. Das zweite ist, wenn wir irgendwie n mal g hintereinander mit sich selbst verknüpfen, und der spannende Part, ich kann das so schreiben, weil Klammerung egal ist, weil Assoziativität gilt, dann schreibt das einfach als g hoch n, wobei n eine ganze Zahl ist. Ne? Wenn n negativ ist, wie gesagt, g hoch minus 1 ist das Inverse und g hoch minus n ist dann halt n mal das Inverse. Und wir schreiben g in spitzen Klammern ist das einfach das, was rauskommt, wenn wir g beliebig oft mit sich selbst multiplizieren, quasi, also mit sich selbst verknüpfen. Alle Gruppenelemente, auf die wir so kommen können, bezeichnen wir eben als dieses Erzeugnis von g. Gar nicht so furchtbar spannend, wir sehen gleich, warum wir das brauchen. Offensichtlich, wenn man sich das mal überlegt, dass hoch irgendwas nehmen in unserem Kontext einfach so wie bei ganzen Zahlen und so bedeutet, so und so häufig mit sich selbst verknüpfen, ist eigentlich relativ offensichtlich, dass g hoch a plus b das gleiche ist wie g hoch a verknüpft mit g hoch b und dass g hoch a hoch b das gleiche ist wie g hoch b hoch a. Weil ne, oben stehen ganze Zahlen, das heißt, es verhält sich im Wesentlichen ganz genauso wie all diese Körper, die wir so kennen. Wir kennen zum Beispiel rationale Zahlen, wir kennen reelle Zahlen und so. Da gelten ja die gleichen Gesetze für die Exponentiation mit ganzen Zahlen, weil da genau die gleiche Idee ist. Wir schreiben es so und so häufig hintereinander und natürlich, wenn wir es n mal hintereinander schreiben und dann nochmal m mal ranhängen, dann stehen da insgesamt n plus m mal das. Ja, aber der Begriff Körper. Ja, ist egal. Vergessen wir den Begriff Körper, den haben wir aus Versehen genannt. Und einigen wir uns darauf, dass Körper sind für uns gerade rationale Zahlen und die reellen Zahlen. Okay. Noch eine kleine Definition, eine Gruppe heißt zyklisch, wenn es ein G gibt, sodass G gleich das Erzeugnis von G ist. Das ist jetzt Mathe-Sprech und nicht Mathe-Sprech bedeutet das einfach nur, wir können irgendwie ein ausgezeichnetes Element G wählen, also ein Generator nennt sich der, und wir können jedes Gruppenelement erreichen, indem wir einfach beliebig häufig G hintereinander multiplizieren oder eben das Inverse von G hintereinander multiplizieren. Also, ist das nicht klar? Das hier ist die Menge aller Elemente, die wir erreichen können, indem wir g mit sich selbst multiplizieren. Also g mal g mal g mal g und g mal g mal g mal g mal g mal g. Oder g hoch minus 1 mal g hoch minus 1 mal g und so weiter. Na? Das ist diese Menge. Und wenn diese Menge halt identisch ist zu g, dann bedeutet das, jedes Element können wir einfach erreichen, indem wir g mit sich selbst immer wieder multiplizieren. Ich gebe da gleich ein Beispiel für, dann ist das hoffentlich auch klarer.
ein Beispiel ist zum Beispiel die ganzen Zahlen mit Plus, ich habe schon angedeutet, sind eine Gruppe und das ist sogar eine zyklische Gruppe, wenn wir als Erzeuger 1 nehmen. Weil du kannst jede ganze Zahl natürlich schreiben als entweder 1 plus 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 1 oder als minus 1 minus 1 plus minus 1 plus minus 1 und so weiter. Das heißt, quasi, du musst nur 1 nehmen und das quasi 1 oder minus 1 halt beliebig häufig hintereinander schreiben und kommst dann halt zu jeder ganzen Zahl, wenn du es nur häufig genug machst. Das heißt, die ganzen Zahlen mit Plus sind eine zyklische Gruppe, die reellen Zahlen mit Plus sind auch eine Gruppe. Ja, auch da, wir haben wieder ein neutrales Element, nämlich 0, und wir haben wieder genau die gleichen Eigenschaften eigentlich. Wir haben wieder Inverse durch Minus nehmen, aber diese Gruppe ist diesmal nicht zyklisch, weil wir können nicht nur durch von irgendeiner reellen Zahl nur durch Addition zu allen anderen reellen Zahlen kommen. Ja? G hoch 0 ist dann das neutrale Element. Ja, G hoch 0 ist das neutrale Element, das folgt bestimmt da irgendwo raus. Aber ich habe es nicht explizit gesagt, aber ja. R ohne die 0 mit Mal ist auch eine Gruppe. Das heißt, wenn wir von den reellen Zahlen die 0 mal wegnehmen, dann kriegen wir auch eine Gruppe, weil wir zu jeder reellen Zahl außer der 0 können wir einen Inverses finden. Wir können immer 1 durch a nehmen und dann ist 1 durch a mal a ist dann 1. Und 1 mal irgendwas ist immer irgendwas, das heißt 1 ist das neutrale Element. Und Assoziativität ist bei der Multiplikation auf den reellen Zahlen auch gegeben, was man hoffentlich weiß. Das heißt, das ist ein anderes Beispiel für eine Gruppe, wo wir eigentlich fast die gleiche Grundmenge nehmen, aber halt eine andere Verknüpfung und dadurch auf andere Eigenschaften kommt, eine andere Gruppe. Und das ist ein allgemeines Konzept, das nennt sich Einheitengruppe. Das heißt, ich kann, ja, jetzt habe ich nicht erwähnt, was, also, ja. Aber das ist auch nicht so wichtig. Aber ich komme später nochmal auf diese Einheitengruppe zurück, was das bedeutet, aber vielleicht, aber mal sehen. Um ein bisschen ein abstrakteres, nicht bekanntes, nicht unbedingt jedem bekanntes Beispiel zu nehmen, wenn wir ein regelmäßiges N-Gon nehmen, ein regelmäßiges N-Eck in der Ebene und davon alle Symmetrien betrachten, also alle Drehungen und alle Spiegelungen und so, die Eckpunkte wieder auf sich selbst abbilden, dann kriegen wir wiederum eine Gruppe, die ist aber nicht zyklisch, vielmehr sie ist nicht zyklisch, wenn N gerade ist. Mathematiker brauchen mich gerne korrigieren, oder nicht Mathematiker. Aber wenn wir zum Beispiel nur Drehsymmetrien zulassen, also nur Drehungen, dann kriegen wir eine zyklische Gruppe. Weil wir jede Drehung erreichen können, indem wir quasi einmal eine Ecke eins weiter drehen. Und wenn wir das häufig genug machen, kommen wir auf jede beliebige Drehung durch die Komposition. Ich habe nicht erwähnt, was die Komposition ist, aber das ist natürlich hintereinander Ausführung von diesen Symmetrien. Und das letzte Beispiel ist elliptische Kurven. Und ich werde jetzt nicht erwähnen, was das ist. Das ist vielleicht Stoff für eine andere Couch-Viertelstunde. Suffice it to say, es gibt da elliptische Kurven und die bilden auch eine Gruppe. Genau, was ist jetzt Diffie-Hellman? Diffie-Hellman, die haben ja das abstrakte Konzept kennengelernt. Da gab es zuerst diese gelbe Farbe, diese gemeinsame, bekannte gelbe Farbe, die auch jeder wissen durfte. Und die gelbe Farbe im Äquivalent von Diffie-Hellman ist eben eine zyklische Gruppe G, also eine Gruppe erzeugt durch ein Element G und ebenso ein Erzeuger G. Das sind quasi die Parameter unseres Verschlüsselungsalgorithmus. Und das Protokoll, wenn Alice und Bob jetzt miteinander kommunizieren wollen, läuft eigentlich relativ einfach. Alice und Bob erzeugen jeweils zufällig, gleichförmig gewählt, eine ganze Zahl A und B, also Alice erzeugt A und Bob erzeugt B, und die in einem bestimmten Bereich liegen, welcher Bereich ist nicht so furchtbar wichtig, die erzeugen dann zwei ganze Zahlen jeweils. Dann berechnen sie jeweils, Alice berechnet G hoch A, G ist bekannt, Alice berechnet G hoch A und Bob berechnet G hoch B und die schicken die sich gegenseitig. Das heißt, über den unverschlüsselten Kanal geht genau G hoch A und genau G hoch B, nicht A und nicht B. Und jetzt kann einfach Alice hingehen und berechnen G hoch B, was es von Bob bekommen hat, hoch A, was Alice weiß, und Bob kann hingehen und berechnen G hoch A, was er von Alice bekommen hat, hoch B, was er weiß. Und wenn G hoch A und G hoch B bei der Übertragung hier über diesen unverschlüsselten Kanal nicht verändert wurden, dann ist offensichtlich X gleich Y. Weil G hoch B hoch A ist das gleiche wie G hoch A hoch B. Auf der anderen Seite hat jeder unterwegs, der mitgehört hat, hat halt nur G hoch A bekommen oder nur G hoch B bekommen, und G hoch B bekommen und nicht A oder B. Und jetzt gibt es dieses Problem, das genannte Diffie-Hellman-Problem, und wenn das schwer ist,
dann haben Alice und Bob ein gemeinsames Geheimnis. Also jetzt haben Alice und Bob beide Kackbraun, wenn man so will. Also G hoch A ist quasi das Baby Orange von Alice und G hoch B ist das Baby Blau von Bob in unserer Analogie. Und das Zusammenmischen ist eben die Exponentierung mit. Ja? Das Gelb ist die Gruppe. Das Gelb ist die Gruppe und das der Erzeuger G, ja. Ah, okay. Was Mischen ist, ist nicht so ganz klar, aber noch nicht so wichtig. Genau. Also Gelb ist G und G. Das Klein A hier ist Orange. Das Klein B ist Blau. Ich mache mal kurz die Dings auf. Ich mache die Dings vielleicht nicht auf, doch. Genau. Also das ist G und die Gruppe G und der Generator Klein G. Das ist quasi A, das ist quasi B. Das ist G hoch A, das ist G hoch B. Die werden dann rüber übertragen. Und dann mischt Alice quasi nochmal ihr A da rein über die Exponentierung. Und Bob mischt nochmal sein B da rein. Und dann kriegen sie halt die gleiche quasi Farbe raus am Ende. Ne? Und das ist einfach das gesamte Protokoll. Und das, ja, und die haben zumindest mal den gemeinsamen Wert G hoch A, B. Also G hoch A hoch B. Und ob das jetzt sicher ist oder nicht, das ist eben genau das Diffie-Hellman-Problem. Was wir aber auf jeden Fall schon mal beobachten können, ist, dieses Protokoll, wie wir es hier jetzt skizziert haben, ist angreifbar gegen Man in the Middle. Weil wenn sich jetzt einfach Eve dazwischen schaltet, ne, bekommt Eve einfach von Alice, G hoch A, kann sein eigenes E generieren, ne, auf genau die gleiche Art und Weise, und dann Bob einfach nicht G hoch A schicken, sondern G hoch E. Und dann schickt Bob an Eve G hoch B, und Eve berechnet G hoch E, so wie Bob es normalerweise tun würde, und schickt das an A, an Alice. Das heißt, Eve macht einfach mit beiden Kommunikationspartnern genau das gleiche Protokoll, nur mit einem selbst gewählten Parameter, und schneidet ansonsten ab. Und naja, Alice kriegt ein wohl definiertes Protokoll und es funktioniert. Und also, ne, für Alice ist es genauso, als würde es mit Bob kommunizieren, wenn es halt nicht weiß, dass Alice mit Eve kommuniziert. Das heißt, am Ende haben dann also Alice und Eve ein gemeinsames Geheimnis und Eve und Bob ein gemeinsames Geheimnis, aber Alice und Bob nicht und Eve kann einfach jeden Traffic, der kommt, transparent einmal entschlüsseln und wieder verschlüsseln. Das heißt, Man in the Middle ist super einfach bei dem Protokoll, deswegen ist das so an sich erstmal gar nicht so furchtbar hilfreich heutzutage. So, jetzt kurz, was ist das Diffie-Hellman-Problem? Ihr habt vielleicht gehört, dass vielleicht, wenn ihr schon mal was davon gehört habt, habt ihr gehört, dass Diffie-Hellman auf der Sicherheit von Discrete Log basiert. Und das Discrete Log-Problem ist genau, angenommen, wir haben eine zyklische Gruppe G und wir haben einen Generator. Und dann ist das Discrete Log-Problem, findet zu einem gegebenen Element aus der Gruppe diejenige ganze Zahl, sodass, hier steht natürlich hoch n und hier steht nicht das hoch n, sodass h genau g hoch n ist. Also g ist eine zyklische Gruppe, das heißt, wir können jedes Element erschreiben als g hoch n für ein passendes n. Und das diskrete Logarithmusproblem ist jetzt einfach, finde dieses n, wenn du nur das Gruppenelement hast. Das nennt sich diskretes Logarithmusproblem. Diskretes Logarithmusproblem genau deswegen, weil es ist der diskrete Logarithmus. Das, was der Logarithmus auf den reellen Zahlen und so ist, nur halt auf einer Gruppe, die diskret ist. Du möchtest also quasi Exponentierung rückgängig machen. So, jetzt, weil mein Präsentationssystem geil ist, korrigiert sich das jetzt wieder zurück, aber egal. Genauso wie, wer sich an den RSA-Vortrag erinnert, da habe ich erwähnt, wenn man Zahlen faktorisieren kann, dann hat man RSA gebrochen. Und Leute sagen, deswegen beruht RSA auf der Sicherheit von Faktorisierung von Zahlen. Ungefähr genauso richtig ist es zu sagen, Diffie-Hellman beruht auf dem diskreten Logarithmusproblem. Weil ja, wenn man das diskrete Logarithmusproblem gelöst hat, dann kann man offensichtlich Diffie-Hellman brechen, weil man bekommt ja g hoch a und man hat das diskrete Logproblem gelöst, das heißt, man kann a rausfinden, genauso kann man b rausfinden und dann weiß man alle Parameter, ja. Man kann auch allgemein sagen, dass alle solche Verschlüsselungsprobleme, wenn man sie machen möchte, dann sucht man irgendwas, was vermutlich, hoffentlich asymmetrisch ist. Ja, das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, Diffie-Hellman basiert nicht auf dem diskreten Log-Problem, die Sicherheit. Die grundsätzliche Annahme von
Diffie-Hellman ist das Diffie-Hellman-Problem. Das ist eine andere Vermutung für ein Problem, was asymmetrisch ist, welches One-Way ist. Aber genauso wie RSA, ja, wenn ich Zahlen faktorisieren kann, dann kann ich RSA brechen, aber es ist potenziell leichter, RSA zu brechen, als Zahlen zu faktorisieren. Derzeit ist der beste Weg, den wir kennen, also ganze Zahlen faktorisieren zu können, aber vielleicht gibt es einen leichteren Weg. Und genauso ist das Diffie-Hellman eigentlich viel einfacher zu knacken, weil ich brauche ja gar nicht A und B erhalten, sondern es reicht ja, wenn ich G hoch AB erhalte, aus G hoch A und G hoch B. Dafür muss ich nicht unbedingt A und B kennen. Möglicherweise gibt es einen einfacheren Algorithmus. Und das Diffie-Hellman-Problem drückt genau das aus. Das Diffie-Hellman-Problem ist also dieses Ding, was eigentlich ausdrückt, wenn du das lösen kannst, dann kannst du Diffie-Hellman brechen, so wie das RSA-Problem ist. Wenn du das kannst, dann kannst du RSA brechen, genau dann, wenn du das kannst. Und derzeit ist der einfachste Weg, den man kennt, das zu lösen, das diskrete Logarithmusproblem zu lösen. Leute versuchen sich eher an das diskrete Logarithmusproblem, schätze ich mal, weil es prestigeträchtiger ist, weil wenn man das gelöst hat, dann hat man nicht nur Diffie-Hellman gebrochen, sondern auch DSA, worüber ich vielleicht irgendwann auch nochmal rede. Und viele andere Probleme. Genau, also das ist das Diffie-Hellman-Problem. Und wenn jetzt also wir unsere Gruppe G so gewählt haben, dass das Diffie-Hellman-Problem schwer ist auf dieser Gruppe, dann können wir davon ausgehen, dass jemand, der nur mitlauschen kann auf unserem Kanal, im Gegensatz zu jemandem, der nicht mitmachen kann, nicht mitlauschen kann, nicht unsere Verschlüsselung brechen kann, weil der nicht an G hoch AB rankommt und an unser SQL. Und deswegen eben, wenn unsere Gruppe sicher ist, dann haben sie jetzt ein gemeinsames Geheimnis und nicht nur einen gemeinsamen Wert. Und wie gesagt, das ist das Problem, das hängt von der Gruppe ab. Und man weiß immer nicht, ob es harte Probleme gibt oder nicht. Das weiß man bis heute nicht, ob es harte Probleme gibt. Das habe ich auch schon mal erwähnt. Und Kandidaten für Gruppen, auf denen das ein hartes Problem sein könnte, vermutlich, nach allem, was man heute so weiß, zumindest hat man noch keinen Weg gefunden, ist einerseits Set modulo PZ Einheitengruppe. Set modulo PZ ist, wir nehmen die ganzen Zahlen, nur rechnen wir immer modulo P. Also immer, wenn wir eine Addition oder Multiplikation machen, nehmen wir halt modulo P. Und die Einheitengruppe davon ist, naja, wir können also multiplizieren an Set modulo PZ, indem wir ganze Zahlen multiplizieren und modulo P nehmen. Wenn wir die 0 rausnehmen, den Wert 0, also alle Vielfachen von P rausnehmen, erhalten wir wiederum eine Gruppe. Und das ist die Einheitengruppe, das, was ich vorher erwähnt habe. Genauso wie wenn wir aus R 0 rausnehmen und die Multiplikation nehmen, erhalten wir eine Gruppe. Funktioniert das auch mit Z und PZ. Und das ist das, was man als Diffie-Hellman kennt. Also wenn man heutzutage sagt Diffie-Hellman, dann meint man eigentlich nicht dieses Abstrakte, wir generieren eine Gruppe und sowas, sondern man meint das Konkrete, wir nehmen Z modulo PZ und dann ist der Parameter ist eben P und der Generator G. Und der Generator G ist meistens irgendwie sowas wie 2, 3 oder 5, irgendeine kleine Zahl, die ein Koprim ist zu P, also ein Teilerprim ist zu P. Und der zweite Kandidat sind elliptische Kurven, die Gruppen, die ich erwähnt habe, also zumindest bestimmte elliptische Kurven, erzeugen Gruppen, von denen man glaubt, dass das diskrete Logarithmusproblem schwer ist. Und wie gesagt, ich erkläre jetzt nicht genau, wie elliptische Kurven funktionieren, das wird vielleicht irgendwann anders. Aber das ist das, was ECDH ist, also Elliptic Curve Diffie-Hellman. Das ist genau der gleiche zugrunde liegende Mechanismus, nur wechselt man halt die Gruppe aus gegen eine andere, für die man auch glaubt, dass das schwer ist. Das heißt, wenn ihr das jetzt verstanden habt, was ich jetzt hier erzählt habe, dann habt ihr sowohl Diffie-Hellman verstanden, als auch EC-Diffie-Hellman, zumindest wenn ihr wisst, wie elliptische Kurven funktionieren. Der spannende Part ist auch, nochmal als Erwähnung, dieses G und Klein-G sind die Protokollparameter, die werden normalerweise standardisiert, vom NIST und so, und FIPS und so. Und da ist der spannende Part, potenziell, wenn man die geschickt wählt, kann man sich eine Backdoor in seinen Standard einbauen. Weil, naja, es sind halt ist nur für bestimmte Kurven oder für bestimmte Gruppen ist halt die Annahme, dass die schwer zu brechen sind und nicht für alle. Das heißt, wenn man die vielleicht geschickt wählt, kann es sein, dass man selbst sie brechen kann, aber alle anderen vielleicht nicht. Und das ist Teil dieser Kritik, wenn es darum geht, dass die NSA an Kryptostandards mitarbeitet. Weil wenn die NSA dann eine Kurve vorschlägt, weiß man nicht, ob das jetzt eine sichere Kurve ist oder nicht. Zuletzt ein bisschen was zur Praxis, warum ist Diffie-Hellman jetzt praktisch? Wenn ihr TLS kennt oder SSL, wie es veraltet heißt,
Da geht es um Verschlüsselung und Authentifizierung für Verbindungen. Das heißt, TLS löst zwei Probleme. Einerseits die Vertraulichkeit, also man will über einen verschlüsselten Kanal kommunizieren, und einerseits soll Vertraulichkeit hergestellt werden und andererseits soll Authentizität hergestellt werden. Letzteres Ziel passiert über diese CA-Infrastruktur, ersteres Ziel über Kryptoalgorithmen wie RSA und AES und so. Und jetzt ist der spannende Part, wenn wir jetzt wollen, dass, wenn jetzt irgendwer, sagen wir zum Beispiel die NSA, global Verkehr mitschneidet, und wenn die NSA also zum Zeitpunkt T eine Session mitschneidet, eine Session X habe ich gesagt, und zum Zeitpunkt T-T, das heißt irgendwann später, nachdem die Verbindung fertig ist, abgeschlossen ist, den privaten Schlüssel erhält, ja, also die NSA schneidet präventiv einfach alles mit, und dann kommt sie irgendwann mit einem Durchsuchungsbefehl zu dir und sagt, gib uns jetzt den privaten Schlüssel für dein SSL, dann soll nach Möglichkeit, dann wäre das blöd, wenn über die Session Informationen verbreitet würde. Also eigentlich wäre es wünschenswert, dass das nicht passiert. Das heißt, dass wir uns praktisch sicher sein können, dass, ja, also wenn man sich das überlegt, bedeutet quasi, der private Schlüssel wird kompromittiert, bedeutet eigentlich Verlust der Vertraulichkeit. Weil auf einmal ist das Schlüsselmaterial ist offen und damit kann offensichtlich alles, was mit diesem Schlüsselmaterial verschlüsselt wurde, kann einfach, ne, entschlüsselt werden und damit ist Vertraulichkeit nicht mehr gewährleistet. Aber dadurch, dass T' größer als T ist, also das heißt, dass dadurch, dass der private Schlüssel kompromittiert wird, nachdem die Session mitgeschnitten wurde, ist kein Verlust der Authentizität da. Weil zum Zeitpunkt, in dem es mitgeschnitten wurde, war der private Schlüssel ja noch privat. Das heißt, da konnte ich mir sicher sein, dass die darüber hergestellte Authentizität der Verbindung immer noch gegeben ist. Das heißt, wenn man Perfect Forward Secrecy haben will, PFS, das ist nur eine andere Art und Weise auszudrücken. Ich möchte, dass in Szenarien, in denen Vertraulichkeit nicht gewährleistet ist, aber Authentizität, über einen solchen Kanal möchte ich Vertraulichkeit herstellen. Das heißt, ich möchte einen authentifizierten Kanal nutzen, um Vertraulichkeit herzustellen. Und jetzt fehlt da ein Punkt. Das ist genau das, was Diffie-Hellman macht. Also Diffie-Hellman, haben wir festgestellt, kann nicht Authentizität irgendwie sichern. Wenn Authentizität nicht hergestellt ist, dann kann man Diffie-Hellman einfach mehr in den Mitteln, problemlos. Aber wenn Authentizität klar ist, dann kann ich Vertraulichkeit herstellen. Und das ist die Idee hinter Perfect Forward Secrecy. Deswegen macht Perfect Forward Secrecy Diffie-Hellman. Und so sorgt es dafür, dass quasi, obwohl das eigentlich paradox klingt, dass wenn eine verschlüsselte Verbindung mitgeschnitten wurde, dass wenn dann irgendwann jemand den privaten Schlüssel rausfindet, dass er dann trotzdem nicht weiß, was da drin stand, so wird das gelöst, indem einfach einmal die Vertraulichkeit quasi nicht mehr als gegeben betrachtet wird bei TLS, sondern nur noch die Authentizität. Ja, das war's, mehr habe ich nicht. Ja, es hat dann doch länger gedauert als eine Stunde, aber was soll's. Fragen oder so? Ja. Ja, der letzte Teil ist mir noch nicht ganz klar. Okay, Das ist. Das ganze Problem ist soweit klar. Authentizität heißt, ich weiß, dass meine Nachricht von der richtigen Person kommt. Ja. Authentizität heißt, die Nachricht kommt von der richtigen Person. Wenn Alice weiß, dass die Nachrichten vom Bob kommen, dann kann Eve sich da nicht mehr zwischenschalten. Ne? Weil auf einmal Alice mitbekommt, dass dieses G hoch E, was Alice bekommt, kommt gar nicht vom Bob. Okay, aber sobald Eve den privaten Schlüssel vom Bob hat, kann Eve sich wieder dazwischen hängen und meine Böse spielen und Alice kriegt es nicht mit, weil deine Authentizität nicht mehr gesichert ist. Perfect Forward Secrecy heißt deswegen Perfect Forward Secrecy und nicht Perfect Backward Secrecy oder Perfect Secrecy, weil es ist dafür da, dass wenn ich jetzt mich unterhalte und in Zukunft der Schlüssel kompromittiert wird, meine jetzige Unterhaltung trotzdem vertraulich bleibt. Nachdem der private Schlüssel kompromittiert ist, habe ich das nicht mehr. Dann muss ich so oder so meinen Schlüssel austauschen. Dann habe ich auch keine Authentizität mehr. Genau, dann, ab dann habe ich auch keine Authentizität mehr. Aber für meine Kommunikation jetzt habe ich sie natürlich trotzdem noch, weil jetzt ist der Schlüssel noch nicht kompromittiert. Und damit haben wir quasi, wenn man sich einmal um diese ganze Zeitreisegeschichte in den Kopf rumwickelt, habe ich quasi also einen Kanal, in dem Authentizität geschaffen ist, aber keine Privacy mehr, keine Vertraulichkeit mehr. Und das sind genau die Klasse von Kanälen, für die Diffie-Hellman wirkt.
Nicht klar? Also, kann man das so betrachten, dass man sich vorstellt, dass in dem Moment, wo die Kommunikation über Perfect Forward Secrecy abgesichert ist, dass es deswegen abgesichert ist, weil die Kommunikationspartner in dem Moment miteinander kommunizieren und jeweils die Teile haben, die ihnen fehlen würden später, wenn einer der Kommunikationspartner weg ist. Ja, also natürlich basiert das auch, also ist ein wichtiger Punkt auch, dass A und B direkt nach dem Handshake gelöscht werden, weil sonst könnte später jemand hinkommen und sich B schnappen und darüber die Verbindung mitlauschen. Aber ja, das ist im Wesentlichen die Idee. Die Idee ist. Wir machen eine Session. Ja, also Authentizität herzustellen, also TLS macht ja immer, arbeitet ja immer auf Basis von es ist ein interaktives Protokoll. Es ist, wir können jetzt uns gegenseitig unsere Identitäten versichern. Und wenn wir uns jetzt sicher sein können, dass unsere Schlüssel sicher sind, dann können wir das auch machen. Dann können wir uns unsere Identitäten versichern. Ne? Und wenn jemand zu einem späteren Zeitpunkt an deinen privaten Schlüssel kommt, dann kann er ja nicht jetzt faken, dass er du ist, weil jetzt hat er ihn ja noch nicht. Das heißt, obwohl also er später... Jetzt Diffie Hellman und genau, deswegen machen wir jetzt Diffie Hellman und dann ist alles, was er später mitlauschen kann, wenn er es mitgeschnitten hat und später entschlüsselt, mit dem privaten Schlüssel von mir oder von dir, kann er zwar entschlüsseln, wie wir kommuniziert haben, aber in dieser Verschlüsselung ist dann quasi nochmal Diffie Hellman reingedingst. Und das heißt, alles, was er bekommt, ist das, was Eve in dem Augenblick bekommt. Er kann also nur noch mitlesen, aber nicht mehr verändern. Ne? Also er kann mitlesen, genauso wie Eve mitlesen kann, hier in dem Szenario. Jetzt kann Eve mitlesen, Eve kann G hoch A und G hoch B mitlesen, das darf es, darf Eve. Und wir kriegen keine Probleme mit Veränderung der Datenströme, weil jetzt sind unsere Schlüssel sicher. Das heißt, jetzt wissen wir, dass unsere Dings nicht verändert wurden, weil der Schlüssel ist ja erst später kompromittiert. In der Theorie. Das heißt aber, die Authentizität müssen wir irgendwie anders herstellen. Genau. Genau. Also Diffie-Hellman löst Authentizität nicht, sondern Diffie-Hellman wird im Kontext von TLS benutzt, um, nachdem das Authentizitätsproblem gelöst ist und TLS einen authentifizierten Kanal hergestellt hat, einen vertraulichen darüber herzustellen. Das ist einfach nur die Idee. Das heißt, Diffie-Hellman ersetzt quasi das AES-Layer. Normalerweise machst du über das, tauschst du über das Authentifizierte, über RSA, über den asymmetrischen Algorithmus, tauscht einen symmetrischen Key einfach aus, weil symmetrische Verschlüsselung viel schneller ist. Das heißt, ich generiere einen Schlüssel und ich schicke dir den Schlüssel und ab dann haben wir ein gemeinsames Geheimnis, wenn RSA sicher ist, weil RSA kann ja auch asymmetrische Verschlüsselung. Und dieses Layer wird eben ersetzt durch Diffie-Hellman. Statt über den gesicherten und vertraulichen RSA-Kanal tauschen wir halt über den gesicherten, authentifizierten RSA-Kanal nur Diffie-Hellman-Parameter aus. Das ist alles klar. Jetzt ist hoffentlich alles klar. Gut. So, das war's.